Raus. Nehmen wir die Motte mit. Wir sollten sie in der Nähe parken, dass wir nicht auf 300, von 300 Meter jeweils ganz hoch müssen. Das war falsch. Welcome aboard, Captain. Aber gerade der Scoop Storage. Hier mit den Algen müssen wir weiter gucken. Nördlich. Ja, nicht Algen, Plankton. Genau in euer Gebiet wollen wir aber gerade, ne? Das ist der Ausgang von dem Sea-Threader-Bereich. Vielleicht sollten wir das Tiefenmodul zuerst bauen. Ja, ich habe mich ein wenig erschrocken von einer teleportierenden Elektroart. Teleportierenden Elektroal. Ich glaube, die Warper haben den gerade reingewarpt und mich. Ganz ruhig, mach Strom aus. So, ist alles gut, ist alles gut. Motte ist da, wir können da jederzeit unsere Tanks auftanken. Und wir haben Backup. 21, 22. So, runter. Da ist eine Datenbox. Cyclops Fire Suppression System. Okay. Ja, einmal runter, um wieder hochzugehen. Geh weg, doofe Glocke. Cyclops Sonar Upgrade. Haben keinen Cyclops. Oh, Äppchen. Ich hätte viel lieber einen Prawn als alles andere. Genau, damit können wir jetzt schon die großen Erzbrocken abbauen. Hier waren drei, ne? Genau, da ganz unten. Also es ist definitiv unter 400 Meter, aber das kriegen wir hin. Mal vorher noch kurz auftauchen. Ah, das passt. Go, 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 go. Ihr habt nicht fressen lassen von irgendwelchen Pflanzen. Gut. Sea Base Sonar Array. Wie kann ich das jetzt verstehen? Das heißt, die Basis pinkt durchgehend. Lockt Leviathane an und wird dann zerstört. Das klingt super. Ich dachte, der Triple funktioniert. Ich bin auf jeden Fall wach. Hier ist halbwegs sicher, ne? Also nicht für die Fische gerade, aber für uns schon. So, zeig mir das Blueprint-Ding. Sea-Base-Sonar-Antenne. Brauch ein CMOS-Sonar und zwei Luminol. Ja gut, das hat sich dann wieder. Cyclops Fire Suppression System. Wir haben keinen Schwefel. Das ist Cyclops Sonar System. Wäre okay. Das hatten wir, glaube ich, vorher schon. Der Prawn Drill Arm wäre auch sofort machbar. Der Grappling Arm nicht, aber ist egal. Das ist das Wichtige. Damit können wir Erz auseinanderdröseln und wir können im Leviathan ins Gesicht springen und einfach seine Augen wegbohren. Und das wollen wir.
Gott. Ja, dafür bräuchte ich mir das Jump-Upgrade, aber um das Gesichtsspringen hinzubekommen, ne? Also Schwefel finden wäre wichtig. Dafür müssten wir wahrscheinlich irgendwo ganz tief zu heißen Sachen. Das sollten wir im Auge behalten. Genau, da ist das Ding. Viermal Platin. Alles machbar. Ja, ich denke, das werden wir als nächstes tun. Wir bräuchten, halt das Platin noch. Da fehlt noch einiges. Alles andere geht. Ich gucke noch ein bisschen bei den Rezepten, ob da irgendwas Neues reingetrudelt ist in der Zwischenzeit. Außer einem Cooked Hubfisch. Der ist jetzt nicht so wirklich wichtig. Die Thermoblade, davon haben wir nur gehört von dem Jungen. Das Mader, die hatte, haben wir leider noch nicht gefunden. Das Ding braucht wieder irgendwelche Bio-Sachen. Jupp. Sechsmal Platin. Ja. Ich denke, Riley sollte sich... mehr mit den sollte sich mehr mit den Seasoo dann auseinandersetzen und da warte. Bei dem großen Wrack kamen wir definitiv nicht rein, ne? Ich tippe mal. Aber sicher ist aber. Genau, also längere Zeit jetzt bei den Seasoo dann aufhalten, da immer wieder zwischendurch mit dem Platin klauen und dann nach und nach die Sachen zusammenzwirbeln. Ja, unser PDA kann das quasi schon erschnüffeln, das Ding. Aber wir kommen da halt nicht rein. Ja, das ist wieder ruckelig. Dieses Wrack mag unser Kopf scheinbar nicht. Das eine Bein kann man hier hoch, richtig. Tür ist wieder zugefallen, das ist okay. Schon. Nee. Bin verwirrt, ja, das wäre das eine Bein hoch und dann war da so eine Schweißtür, aber dann habe ich wohl ein anderes Wrack irgendwie im Kopf. Genau, da ist die Tür, okay. Ja, muss ja, ne, kontrollieren. Oh, hallo. Altera Arms Pamphlet. Das sind Almosen, ne? Charity is an archaic concept which the realism of today's Alterans has rendered obsolete. We understand that we are each responsible for ourselves, but the best way to get the most for ourselves is to work together with Altera, natürlich. The implication of this reasoning is clear. If someone is in need, they must find a way to be needed. Altera IAMS is a training academy for those that need to be needed. We are not a charity because we don't ask for handouts. We prefer to think ourselves as a philanthropic beneficiary facilitation service, promoting synergy between employers and workforce. Das sind Sklavenhändler quasi. Also nicht wirklich Zeitarbeit, würde man heutzutage sagen.
AAs operates on a lottery system. By investing any number of credits, you will be entered into our prize draw. Larger investments will yield higher chance of winning. Und winning ist einfach nur ein Job, richtig? Das heißt, sie müssen Geld dafür bezahlen, in der Lotterie, um einen Job zu bekommen? Your credits will go towards training unskilled colonists in vital tasks such as maintenance and interpersonal skills. The colonists receive this training voluntarily and free of charge on condition of a minimum contract with one of our investors on completion of the training. Also nee, das ist für die Investoren. Die Investoren machen so eine Art Lotterie und sie kriegen als Belohnung Zeitarbeitssklaven. Boah. Altera. Sie werden dann niemals hin zurückgehen. Niemals. So, nachdem wir das jetzt alles schön festgestellt haben und halbwegs froh sind, dass wir hier gecrashed sind inzwischen, haben wir uns ja doch relativ an das Leben hier gewöhnt, gehen wir jetzt weg von diesem Kopfschmerzen und elektronischen Problemen verursachenden Wrack, zurück in Richtung unserer Base und damit. Ja, du bist stinkig, ist okay. Wir gehen schon. Wir bräuchten auch noch das Beacon-Ding für die Basis selber, dass wir da mal ein schönes Auge drauf haben können. Plutsch. Wir werden verfolgt. Wir haben uns gerade ausgelacht. Wir gehen schon, Junge, lass uns in Ruhe. Ja, Maximum ja. Depth reached. Okay. Power damage imminent. Einmal raus. Dich reparieren. So. Hast du eigentlich noch irgendwas dabei? Du hattest gar keinen. Doch, da. Wasser. Hier nimm nochmal ein Essen. So als Backup-Ding. Ist okay. Welcome aboard, Captain. Biomasse müssen wir noch nachwerfen. Aber das passt auch. Du hast nicht in der Zwischenzeit irgendwas Tolles gefunden, sowas wie. Okay, das sind die drei Datenboxen, das da oben. Ne. Blub. Können wir noch ein Reichweitenmodul? Jetzt starre ich da so lange drauf, bis es sich verändert. Weil letztes Mal war ich mir auch halbwegs sicher, dass sich nichts verändert hat. Come on. Okay, wir merken uns, das hier ist das Gebiet, wo Plattform LivePod 9 gecrashed ist. Man kann gerade mal den Anfang sehen. Also wenn wir jetzt ein bisschen rumscrollen, was Neues suchen. Also die Reichweiten-Dinger scheinen hier nicht so sehr zu funktionieren. Vielleicht, weil wir zu nah am Rand sind? Huh. Da ist irgendwo ein Fragment. In dem Wrack. Das wird jetzt auch wieder so ein Echo sein, oder? Die Dinger sind in dem Ruckelwrack. Zwei. Ich könnte mir gut vorstellen, dass es noch ein Echo ist von dem Prawn-Arm. Dass der Prawn-Arm eins von den Fragmenten ist. Muss ich aber noch mal kurz hin. Danach kann Riley dann sich um das Platin kümmern. Und die Motte aufmotzen und sowas. So, Backup-Tank ist voll. Müsste hier aber noch im Norden sein. Schon sind wir wieder hoch, also hier sind gleich der Warper. Ein kleiner.
Da wird's blau. Richtig, aber wir haben hier... Ah doch, ich wollte gerade sagen. Oh, hier sind gut viele. Praktisch. Er war sehr schnell aggressiv. Da könnte man hier nicht von unten irgendwie... Ah, hier ist ein Arm. Torpedoarm, ja. Bald fertig. Wir sollten nicht hier bleiben. Nicht so angenagt, wie wir gerade sind. Problem mit der Tiefe wieder, ne? Das sind beides die Propulsion Arme. Bist du? Nuclear Reactor. Du wurdest gar nicht angezeigt. Na gut, wir haben dem wir haben dem Raum auch nicht sehr viel Zeit gegeben, Sachen zu scannen, ne? Ja, das klingt auch noch einer. Das klingt, glaube ich, besser. Riley geht jetzt nach Hause. Das ist aber ganz weit weg. Weg, 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 weg. Welche Richtung ist das? Achso, das ist das nächste Wrack da hinten. Ja, 30 Sekunden nur noch und wir sind halb tot und überhaupt. Riley soll nach Hause gehen, das versuche ich schon jetzt zu sagen, bevor ich mich selber unterbreche. Sollte nach Hause gehen und Platin sammeln und sich ein paar Medkits zusammenschustern. Gib mir einen Tank. Dich können wir als Echo abtun. Hier liegen sogar noch die, die Titanenklumpen rum, die davon stammen, dass man es zerlegt hat. Ja komm, hau ab. Wir wollen nicht zu Lifeboat 9, wir wollen zurück zu unserer Base. Wir wollen nicht wieder wahllos teleportiert werden und dann gekillt. Das wäre irgendwie nicht so toll. Und wir hätten gerne eine bessere Motte. Heißt, wir sehen Riley in einem Tag oder so wieder, wenn er lang genug zwischen den Sea Threader hin und her gewuselt ist, um genug Platin zu sammeln, dann mit der Motte zurück zur Hauptbase gefahren ist, weil nur da können wir die Sachen... Jo. Weil nur da können wir die Sachen wirklich einbauen. Hat er mich gerade nach Hause teleportiert, ein bisschen? Wir haben es verstanden, wir gehen schon. Ist alles gut. Hat auch deutlich weniger Schaden jetzt gemacht. Also es scheint abhängig zu sein, wie gut es uns geht. Das heißt, es tötet uns nicht, es macht uns nur schwächer. Egal. Riley entspannt jetzt von diesem wilden Trip. Und wir sehen ihn, wie gesagt, gleich wieder.